Moin, moin, liebe Freundinnen und Freunde der Artillerie. Die Waffensysteme der Artillerie der Bundeswehr sind durch ein hohes Maß an Technologie und Digitalisierung gekennzeichnet. Sie vermessen sich mit Rechnerunterstützung auf der Basis von GPS-Daten und/oder Daten von Trägheitsnavigationssystemen automatisch. Auf der Basis dieser Vermessungsergebnisse erfolgt das automatische Einrichten der Waffensysteme. Die Ziele werden durch Radar- und/oder Lasersysteme in ihrer Lage und Höhe genau bestimmt. Die Daten des Ziels werden per Datenfunk an die Feuerleitrechner übermittelt. Dank integrierter V0-Messanlagen wird mit jedem abgegebenen Schuss die individuelle V0-Leistung des Waffensystems erneut ermittelt und von Feuerleitrechner berücksichtigt. Wettermeldungen werden automatisiert per Datenfunk empfangen und vom Feuerleitrechner berücksichtigt. Die Feuerleitrechner des Waffensystems ermitteln automatisch das Feuerkommando. Die modernsten Systeme, wie zum Beispiel die Radhaubitze RCH-155, setzen selbst die Feuerbefehle automatisiert um. Für diese Systeme sind theoretisch Menschen zur Bedienung nicht mehr erforderlich. Dieses Ergebnis technologischer Weiterentwicklung ist ähnlich wie bei der Weiterentwicklung von Drohnen sehr erfreulich. Die technische Optimierung von Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit der Artilleriesysteme minimieren das Risiko der Aufklärung und damit das Risiko des Verlustes an menschlichem Leben, lässt aber sofortiges artilleristisches Wirken zu. Im Ergebnis ist festzustellen, dass für die moderne Artillerie sichere Schießgrundlagen in der Regel immer vorhanden sind, sodass ein Wirkungsschießen zu jeder Zeit aus jeder Feuerstellung, ja sogar während des Marsches, wie zum Beispiel bei der Radhaubitze RC-155, sofort begonnen werden kann. Was bedeuten aber sichere Schießgrundlagen in der vordigitalen Zeit und wie wurden sie erstellt? Sichere Schießgrundlagen lagen vor, wenn die folgenden Genauigkeitsanforderungen an die Vermessung der Feuerstellung erfüllt waren. In der Richtung bei einer Schussentfernung kleiner 15.000 Metern auf plus minus 2 Strich und bei einer Schussentfernung größer 15.000 Meter auf plus minus 1 Strich. In der Lage auf plus minus 30 Meter und in der Höhe auf plus minus 10 Meter. Zudem mussten folgende Genauigkeitsanforderungen an das Ziel erfüllt sein. Die Koordinaten mussten auf plus minus 50 Meter und die Zielhöhe auf plus minus 10 Meter bestimmt sein. Die Richtmittel des Waffensystems mussten justiert und überprüft sein. Die V0-Leistung des Geschützes, die verwendete Treibladung und die Pulvertemperatur mussten bekannt und berücksichtigt sein. Und die aktuelle Wettermeldung musste von Feuerleit eingerechnet sein. War eine der genannten Anforderungen nicht erfüllt, lagen keine sicheren Schießgrundlagen vor. Dann war es erforderlich, sie durch ein Einschießen zu ermitteln. Ein Verfahren, das so manchen jungen Beobachter in der Vergangenheit in die Verzweiflung gebracht hat. Das Verfahren des Einschießens erläutere ich in einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und verabschiede mich mit einem kräftigen Zugleich.